Leute, heute ist Freitag. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Expo, auf die Arno Classic Expo. Meisterschaften finden da jetzt gerade statt. Ich glaube, Bikini und Junioren sind dran. Die werden wir uns wahrscheinlich auch anschauen. Ja, ein bisschen durchlaufen, mal gucken, was es da so alles gibt. Ja. Immer dasselbe Spiel hier in scheiß Barcelona. Finde mal ein Taxi für 5 Personen. Unmöglich. Das ist Bodybuilding Lifestyle. Egal wo man sich befindet, man hat immer sein Essen dabei. Egal wo man ist, man ist trotzdem. Der fährt jetzt eine gute Stufe hoch. Und gut, dass wir alles richtig machen. Ja? Ein bisschen mager das Ganze hier, muss man sagen. Ich habe mir es ehrlich gesagt größer vorgestellt, so in der Größenwand von der FIBO. Bin ein bisschen enttäuscht, was die Expo angeht. Etwas. Ein bisschen klein gehalten, dann haben sie zwei Bühnen da. Wie gesagt, aber. Okay, ich bin ja nicht da, um die Expo zu besichtigen. Für mich zählt der Sonntag. Wir hungern zwischendurch. Ich darf natürlich jetzt nicht essen, aber ich habe Beine. Wer weiß. Vielleicht lang ich doch hin. Super Fußballschuhe. Auch in deiner Größe. Was sagst du dazu? Sollen wir uns da welche angucken? Nein. Ja, lass mal welche anschauen. Okay. Fußballschuhe, total Barcelona, Messi. Ja, heute war einer der entspanntesten Tage bis jetzt in Barcelona. Wir waren cool in der Stadt und ein bisschen rumgelaufen. Da ist eben so ein Fest, keine Ahnung, was ein Fest. Aber auf jeden Fall. La Noca. Nee? Noca. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es angenehm. Ja, war sehr schön. Dumm und dämlich haben wir uns eingekauft. Und erzwungenermaßen. Ja, wie gesagt, war ein cooler Abend. Schön war es. Und morgen geht es dann halt in die Endphase. Da wird es nicht mehr so arg cool.